Hallo, verehrte Gäste, ich sehe Sie. Sie sehen und hören mich hoffentlich auch. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und Sie ahnen schon, noch lieber als auf einem gekachelten Bildschirm hätte ich Sie persönlich hier im Schloss Bellevue begrüßt oder draußen im Park, wo wir gerade die erste Podiumsdiskussion hatten. Vielleicht haben Sie die sogar ein bisschen mitverfolgen können im Livestream. Die Podiumsdiskussion hat ein bisschen überzogen, deshalb sind wir leider etwas spät dran. Insofern bitte ich um Nachsicht. Mir ging es darum, und deshalb war ich auch sehr froh, dass die Deutsche Bundesstiftung Umwelt an der Planung festgehalten hat, hier die sechste Woche der Umwelt mit uns gemeinsam zu veranstalten. Mir ging es auch darum, in der Öffentlichkeit zu sagen, dass die Klimakrise in der Pandemie nicht etwa Pause gemacht hat, sondern sich manches zugespitzt hat und wir deshalb miteinander, Sie sowieso nicht, aber auch andere, die Klimakrise nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Ich habe heute Morgen in meiner Rede deutlich gemacht, dass das für mich natürlich wie für Sie auch in allererster Linie eine Klimafrage ist, in zweiter Hinsicht aber auch eine vergleichsweise riesige Aufgabe der Transformation einer ganzen Gesellschaft. Drittens aber auch eine neue Dimension internationaler Zusammenarbeit. Und deshalb war ich ganz froh, dass wir mit dieser Woche der Umwelt mindestens so viel Interesse erweckt haben, auch außerhalb unserer eigenen Grenzen, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission eine, wie ich finde, sehr ermutigende Rede, natürlich mit Schilderung dessen, was in der Europäischen Union jetzt auf dem Weg ist, gehalten hat. Und ganz besonders erfreulich, nach vielen Jahren des Wartens, der Sonderbeauftragte der neuen amerikanischen Administration, John Kerry, zu uns gesprochen hat. Und wenn Sie auch das gehört haben, dann werden Sie auch festgestellt haben, dass die USA back on track sind und dass wir uns auf einen Partner im Kampf gegen den Klimawandel zukünftig wieder verlassen können. Wir wollen nicht unterschätzen, was noch zu tun ist. COP26 in Glasgow ist eine Riesenchance, aber Ihnen muss ich das gar nicht sagen. Es geht jetzt gar nicht darum, neue hehre Ziele zu vereinbaren, sondern jetzt mit Blick darauf, dass 2030 immer näher rückt, dass wir jetzt noch 9 Jahre haben, um zu den vereinbarten Reduktionszielen zu kommen, es immer wichtiger wird, Verständigung zu bekommen über die regulatorischen Voraussetzungen und die Zeitleiste, in der die europäischen Mitgliedstaaten und alle, die an der COP26-Konferenz beteiligt sein werden, sich über regulatorische Schritte und Zeitleiste miteinander vereinbaren. Bis dahin ist das auch in Europa noch ein bisschen Weg, aber wir sind natürlich vergleichsweise weiter als viele andere Regionen und Staaten in der Welt. Ich will mal ganz unkonventionell beginnen, eine Frage, die zunächst gar nichts mit Klima und ihrer unmittelbaren Beschäftigung damit zu tun hat, aber ich hatte vorhin gesagt, natürlich hat der Klimawandel wegen Corona nicht Pause gemacht, aber hat die Corona-Situation die 16 Monate aus Ihrer Sicht eigentlich etwas verändert? Ich frage vor folgendem Hintergrund, dass ich, wenn ich unterwegs bin im Lande und Diskussionen in kleineren Gruppen führe, die Leute sind im Augenblick ermüdet durch Vorgaben und Restriktionen, die von den allermeisten beachtet worden sind, aber die auch so ein bisschen jetzt sich zu einer Grenzbelastung entwickelt haben, will sagen, wir hatten Verständnis dafür, dass wir viele Vorgaben bekommen haben, um unsere eigene Gesundheit, die Gesundheit unserer Eltern, Kinder, Nachbarn zu erhalten, aber jetzt ist mal gut. Hat diese Erfahrung Einfluss auf die Art und Weise, wie die Menschen jetzt auf die nächste Etappe schauen? Frau Rensbach, spüren Sie das auch bei Fridays for Future, dass es schwieriger wird, Leute zu überzeugen? Oder wissen die Leute genügend, dass wir nach Corona nicht so weitermachen können, wie wir vor Corona gearbeitet, gewirtschaftet, gefahren, uns bewegt haben und vieles andere mehr? Ich würde tatsächlich
Letzteres sagen. Ich glaube, Leuten ist sehr, sehr stark bewusst geworden, was fundamentale Krisen wie eben so eine Pandemie es ist, aber auch andere für unser gesellschaftliches Leben bedeuten und was wirklich wichtig sind, sozusagen, ja, wo man Prioritäten setzt. Ich glaube, die Krise hat vielen auch sehr, sehr deutlich gemacht, wo wir nicht nur individuelle Probleme politisch haben, sondern wirklich systematische Ungerechtigkeiten, die sich in solchen Krisensituationen verstärken, die durch das politische System gerade auch befeuert werden, durch die Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften, und denen jetzt sozusagen, wenn wir weitermachen, wo wir sagen, dem müssen wir uns konsequent entgegenstellen. Das ist vielen, glaube ich, bewusst geworden. Was wir allerdings erleben, ist, dass die politische Antwort darauf sehr verhalten ausfällt, fast rückschrittlich an vielen Stellen anmutet. Wenn ich mir anhöre, wie aktuell die Debatten über Klima geführt werden, als sei es ein Thema von vielen, was man irgendwie so ein bisschen mit bedenken muss, was nun einfach nicht stimmt. Klima setzt den Rahmen für unser gesamtes gesellschaftliches Leben und Existenz, und dementsprechend, wir können uns streiten, über welche Maßnahmen brauchen wir, aber sehr wenig über die Ziele, denn die sind physikalisch und auch durch völkerrechtliche Verträge wie das Pariser Klimaabkommen eben vorgegeben. Und was wir jetzt aber gerade erleben in dieser Wahlkampfzeit ist, dass plötzlich das alles wieder gegeneinander ausgespielt wird, obwohl klar ist, wir brauchen Politik, die überall für Gerechtigkeit sorgt. Und das heißt im Bereich Klima, das heißt soziale Gerechtigkeit, das bedeutet die Art und Weise, wie produzieren wir, wie wird unser Schulsystem gestaltet, die an vielen Stellen ganz, ganz eng miteinander verknüpft sind. Aber die Antworten darauf fallen an vielen Stellen zu kurz. Es wird ja verkürzt über den CO2-Preis gestritten. Und ich glaube, dass da noch viel notwendig ist, denn eigentlich gerade am Anfang der Pandemie haben wir erlebt, dass was passiert ist eigentlich, wenn so eine fundamentale Krise kommt für unser gesellschaftliches System, und wie viele Ungerechtigkeiten haben wir, die wir eigentlich angehen müssen, wenn wir wirklich das Ziel einer gerechten Gesellschaft ernsthaft verfolgen müssen. Weil dann reicht es nicht zu sagen, wir machen CO2-Preis und gut ist, dann heißt das, wir müssen über Mindestlöhne sprechen, wir müssen über Zugang zu Bildung sprechen, wir müssen über Versicherungssysteme sprechen, die gerecht sein können für alle, über Arbeitsbedingungen. Und das geht Hand in Hand, und ich glaube, das hat die Pandemie eigentlich gezeigt, auch wenn die Antworten darauf an vielen Stellen zu kurz fallen. Ja, vielen Dank. Herr Kockmaß, haben Sie den Eindruck, es wird die Umwelt, Kampf gegen Klima wird als ein Thema unter vielen behandelt und fällt deshalb möglicherweise wieder zurück? Einen wunderschönen guten Tag. Tatsächlich bekommen wir das selbstverständlich auch bei uns in der Volkswagen Jugend, aber auch auf gewerkschaftlicher Ebene genau das gleiche Bild, dass es wirklich nur zu einem Thema von so vielen behandelt wird, und das kann halt nicht dementsprechend sein. Und daher sehen wir uns auch natürlich als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der IG Metall-Jugend, aber auch auf DGB-Ebene dazu gezwungen, noch mehr zu machen. Und je mehr wir machen, desto stärker können wir der ganzen Klimadebatte entgegenwirken. Aber die Fragen, die Frau Rensma eben aufgeworfen hat, das ist nicht nur eine Umweltgerechtigkeit, das ist eine soziale Gerechtigkeit, das ist eine Bildungsgerechtigkeit gibt, dass darüber diskutiert wird, müsste doch eigentlich auch Ihr Bestreben sein mit Blick auf die jungen Menschen, die Sie im Rahmen der Jugendvertretung des Betriebsrates vertreten und möglicherweise auch über den Konzern hinaus. Selbstverständlich. Das sind Themen, die wir ja natürlich tagtäglich auch auf betrieblicher Ebene diskutieren. Das sind ja Themen, wir müssen halt so sehen, im Betrieb haben wir ein großes Spektrum an Persönlichkeiten, die auch verschiedene Meinungen vertreten. Wir als Gewerkschafter der IG Metall Jugend sind ja an dieser Stelle eher basisdemokratisch, eher neutral und versuchen das Ganze irgendwie zu bündeln. Letzten Endes sind wir von der Autoindustrie ja halt auch sehr stark betroffen, was das ganze Thema Klimadebatte angeht. Deswegen ist es auch ein tagtägliches Thema, was auch innerhalb der Schichten und nach der Schichten auch besprochen wird. Und da ist es halt wichtig, dass wir als Gewerkschafterinnen da gemeinsam bündeln und dem Ganzen nachgehen. Frau Muß, die Frage, die ich Frau Rensma gestellt habe, haben Sie den Eindruck, dass die Leute im Augenblick ein bisschen müde sind? Ich nehme mal das Wort Regulatorik weg und sage,
wollen Sie einfach vom Staat ein bisschen in Ruhe gelassen werden? Ist das eine richtige Wahrnehmung oder machen Sie das nicht? Machen Sie diese Erfahrung nicht? Guten Morgen zusammen oder guten Tag, wir haben ja schon Mittagszeit. Ich mache die Erfahrung, dass das Thema Klima eine sehr hohe Offenheit erfährt im gesamten ländlichen Raum insgesamt. Ich vertrete ja zum einen die Landwirtschaft, aber auch viele junge Menschen im ländlichen Raum. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema Klima einfach wirklich sehr stark im Fokus ist. Viele Änderungen, die wir in der Landwirtschaft gerade diskutieren, umfassen diesen Klimaaspekt, wobei man Klima meiner Meinung nach nicht einzeln stehen lassen kann. Umweltaspekte gehören dazu und es läuft ja vieles immer Hand in Hand. Und ich denke schon, dass das Thema sehr viel Beachtung bekommen hat, dass aber auch der ländliche Raum dadurch gewonnen hat. Wobei wir trotzdem auch beachten müssen, wenn wir Dinge im Klimabereich umsetzen möchten, dann muss jeder gleichermaßen anfangen, etwas zu tun. Wir können nicht sagen, der ländliche Raum muss die ganze Klimakrise bewältigen. Da muss auch der städtische Raum mit dazukommen. Ländliche Räume müssen genauso wie städtische Räume Gleichwertigkeit erfahren und den Menschen einen Lebensraum bieten und dürfen nicht abgeschoben werden im Sinne von, da ist es grün, da wächst viel, da können wir jetzt auch CO2 binden. Und ich glaube, dass all diese Aspekte schon Hand in Hand gehen können. Wie aber auch vorhin schon gesagt wurde, muss eben auch die soziale Gerechtigkeit, aber auch die ökonomische Perspektive mit Beachtung finden. Sehen Sie, meinen Sie, dass die Anforderungen für den ländlichen Raum möglicherweise zu hoch sind? Und sehen Sie keine Balance zwischen Stadt- und Landbelastung? Oder was ist die Botschaft, die Sie uns geben wollten? Ich denke, Anforderungen müssen angepasst werden an den ländlichen Raum. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine CO2-Besteuerung gucken und auch auf steigende Benzinpreise, Dieselpreise, kann ich das nachvollziehen. Junge Menschen im ländlichen Raum müssen aber auch die Möglichkeiten haben, wie andere Menschen den städtischen Raum zu erreichen, Unternehmung machen zu können. Und ich denke, das sind Aspekte, die müssen beachtet werden. Man kann nicht das eine auf das andere überstülpen. Man muss neue Lösungen finden, die dem ländlichen Raum eben zugestehen, aber die den ländlichen Raum auch nicht zusätzlich abhängen. Das ist eigentlich die Aussage, die ich damit bringen möchte, dass man beides gleichermaßen mitbringen oder mitnehmen muss, aber deswegen nicht mit gleichen Maßnahmen greifen muss. Wenn ich mir die Sektoren anschaue, ich habe es heute Morgen in meiner Rede gesagt, dann sind sicherlich ganz auffällig Mobilität zum einen, Wohnungsbau zum anderen, die Sektoren, die noch Beiträge zu liefern haben. Der dritte, den ich nicht genannt habe, ist wahrscheinlich die Landwirtschaft. Aber ich kenne natürlich die Debatten von den politischen Positionierungen der Verbände in der Landwirtschaft und weiß, dass man da mit einigermaßen Sorge auf mögliche Überbelastungen der Landwirtschaft schaut, wo sozusagen auch die Inbalancen zwischen konventioneller Landwirtschaft und biologischer, ökologischer Landwirtschaft möglicherweise noch erhöht werden. Frau Rapior, haben wir ein Stadt-Land-Problem nach Ihrer Erfahrung im Kampf gegen den Klimawandel? Zuallererst möchte ich auf die Frage von davor noch mal einmal kurz eingehen. Ja. Was hat die Corona-Pandemie gezeigt? Ich habe das Gefühl, aus meinem Verband wurde uns wiedergespiegelt, dass die Frage der Generationengerechtigkeit sich wieder stellt. In der Pandemie haben wir gesehen, junge Menschen müssen sich stark einschränken, um ältere Generationen zu schützen. Und das haben wir auch gemacht. Wir jungen Menschen haben uns zurückgehalten, haben Rücksicht genommen, haben viel einstecken müssen. Und jetzt stellt sich wieder, nachdem wir den ganzen Corona-Trubel umhaben, haben wir wieder Zeit und den Kopf für die Klimafragen, Fragen der Biodiversität. Und es wäre nur gerecht, wenn sich jetzt ältere Generationen, diejenigen, die jetzt in Machtpositionen sitzen, notwendigen Gedanken machen, um uns jüngere Generationen zu schützen und vor dem Klimawandel, den Klimawandel abzufedern, die Biodiversität zu schützen. Das kurz zur Frage, wie haben wir das empfunden? Weil Sie haben gehört, dass das genau meine Botschaft am Ende meiner Rede heute Morgen war, dass wir in der Erfahrung der Solidarität der jungen Menschen jetzt auch etwas zurückzugeben haben und sehen müssen, dass unsere Kinder, die zukünftigen Generationen, dasselbe Recht auf Freiheit und selbstbestimmtes Leben haben, Gesundheit und gesunde Ernährung, wie jenes Recht, das wir, unsere Eltern und Großeltern, sich selbstverständlich genommen haben. Das war genau meine Botschaft, um diesen intergenerativen Zusammenhang wiederzufinden. Ich denke, es darf hier nicht bei Appellen bleiben. Und das ist, was ich in den letzten Monaten, Jahren erlebt habe.
niemand, keine Politikerin, kein Politiker hat gesagt, dass sie oder er nicht für den Klimaschutz wäre. Aber die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um auch Klimaziele zu erreichen, um die Biodiversität, unsere Böden, Wasser und so weiter zu schützen, da ist die Bereitschaft noch nicht vorhanden. An den Appellen mangelt es sicherlich nicht. Ob wir ein Problem zwischen Land und Stadt haben, Stadtbevölkerung haben, das sehe ich so nicht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass er eigentlich stark, dass also zu pauschal gesehen wird. Es gibt Stadt, es gibt Städte, es gibt Ländler. Und ich habe eher das Gefühl, dass sich das vermischt, dass auch durch die Corona-Pandemie viele Städte das Land wieder entdeckt haben, auch Deutschland als Urlaubsregion wieder entdeckt haben, dass man sich wieder bewusst geworden ist über gesunde Ernährung, was das bedeutet, wenn man regionale Produkte, gesunde ökologische Produkte konsumiert. Also da habe ich eher ein positives Gefühl. Vielleicht habe ich dieses positive Gefühl auch aus der Zukunftskommission Landwirtschaft, wo die Umwelt- und die Landwirtschaftsseite ja auch gewissermaßen zusammenwächst. Da habe ich das Gefühl, dass man eher den nächsten Schritt wagt und als Gesellschaft zusammen agiert, statt gegeneinander. Hm. Herr Kramer, haben Sie den Eindruck, dass nichts geschehen ist, wie Frau Rapier sagt? Nein, nicht in Gänze. Das teile ich nicht vollständig. Ich glaube, wir als Gesellschaft haben schon über die letzten Monate und auch während der Pandemie nochmal zusammengefunden, nicht in Gänze. Wir haben polarisierende Ränder, das ist auch klar. Aber ich glaube, wir haben erkannt, dass man durch Solidarität einiges erreichen kann. Auf der anderen Seite bin ich schon der Ansicht, dass wir der Frage des Generationsgedanken in Summe, und ich will mal gar nicht Gerechtigkeit sagen, aber Generationsgedanken wieder mehr in den Vordergrund stellen müssen. Ich selber habe letztes Jahr gerade einen Sohn bekommen, der ist jetzt vor 2 Wochen ein Jahr alt geworden. Also ich habe ein großes Interesse daran, dass, wenn mein Sohn so alt ist wie ich, das ist ungefähr dann, wenn wir klimaneutral sein müssen, dass der einen Lebensraum vorfindet, der lebenswert ist. Also daran wollen wir alle gemeinsam arbeiten. Ich glaube, es gibt einen Diskurs, wie das vonstatten gehen muss und was der richtige Weg da ist. Und Sie haben in Ihrer ersten Frage in die Runde auch gestellt, ob wir wahrnehmen, dass der Drang nach Freiheit und auch nach Selbstbestimmung vorhanden ist. Und ich muss sagen, das kann ich absolut teilen. Erstens für mich persönlich, aber auch das, was ich in der Gänze wahrnehme. Also ich glaube, wir haben in den letzten 15 Monaten, wie immer in Krisen, gerade zu Beginn an Krisen, muss man klares, sehr stringentes und klar kommuniziertes Handeln vornehmen, um Krisen in den Griff zu kriegen. Aber man muss sehr genau aufpassen, wann es der Zeitpunkt ist, auch wieder die Entscheidungsfreiheit, die Entscheidungshoheit in die Bereiche zurückzugeben, wo sie hingehören. Und ich glaube, das ist gut, dass wir alle gemeinsam gut daran beraten sind, das sehr schnell wieder auf den Weg zu kriegen. Und das ist das Gleiche, was ich persönlich und auch wir als Unternehmen oder ich glaube die Wirtschaft in Gänze, wenn ich mir das anmaßen darf, das so zu sagen, in großen Teilen zumindest für richtig halten. Wir müssen wieder dahingehend zurückkommen, dass wir der Überzeugung sind, dass in der Kreativität der vielen, der gesamten Gesellschaften, alle, die hier an dem Tisch sitzen und darüber hinaus, eigentlich der Schlüssel zum Erfolg liegt, nach vorne hin, zur Lösung dieses Problems. Und dass das nicht durch zunehmenden Dirigismus, möchte ich mal sagen, gelöst werden kann. Vorhin ist gesagt worden, es ist ein Chancenraum, ein Möglichkeitsraum, den müssen wir, solange es notwendig, möglichst offen lassen, um den richtigen Weg zu finden. Weil ich glaube, es gibt bisher noch niemanden, der den richtigen, den einzigen Weg am Ende kennt. Und wir sind gut darin beraten, die Kreativität und die Innovationskraft von jedem Einzelnen in uns, soweit es geht, zu stärken und zu fördern, um das in den Griff zu kriegen. Frau Rehnsmann, wahrscheinlich ein schwieriges Thema für Sie, nicht? Sie bestreiten nicht den Möglichkeitsraum, aber haben Sie das Vertrauen, was ja erforderlich ist, in diesen Möglichkeitsraum, dass sich dort kreative Ideen, fortschrittliche Entwicklungen zusammenfinden ohne eine notwendige Regulatorik? Oder sagen Sie, wir brauchen beides? Was ist Ihre Herangehensweise? Die Klimakrise stellt uns vor so fundamentale Herausforderungen, dass es auf jeden Fall beides braucht und zwar in vielerlei Form. Dass
Die Klimakrise werden wir nicht lösen durch ein einziges Policy-Instrument, auch wenn manche Leute das irgendwie vorschlagen und sagen, wir könnten doch jetzt alles über den CO2-Preis machen. Das wird nicht funktionieren. Die Klimakrise ist so komplex und so verzahnt ja auch mit verschiedensten Lebensbereichen im Bereich Verkehr, Agrar, Industrie, Mobilität. Alles hängt mit der Klimakrise zusammen und das sind nur die technischen Bereiche. Wenn wir dann noch gucken im Bereich Bildung, soziale Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten, internationale Politik auch, gibt es ja noch viel mehr solche Zusammenhänge. Dementsprechend ist da, es wird nicht das eine, die eine politische Lösung geben, aber der Rahmen, wo wir hin müssen, ist ganz klar. Am Ende gibt es ein CO2-Budget, das heißt eine Menge an Tonnen von Treibhausgasen, die weltweit noch ausgestoßen werden darf, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das kann man runterrechnen auf Deutschland und dann kann man sagen, okay, wie können wir unsere Emissionen so reduzieren, dass wir dieses Budget nicht überschreiten, nicht mehr Emissionen ausstoßen. Das wird nur durch eine weite Anzahl von Maßnahmen funktionieren, die, wo ich aber als ich, gerade als junge Person, die die Folgen der Klimakrise miterleben wird, mich nicht darauf verlassen möchte, dass irgendeine technologische Innovation uns in 10 Jahren vielleicht eine Möglichkeit gibt, CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszuziehen oder irgendwie sozusagen von heute auf morgen Strom CO2-frei zu produzieren. Wir haben schon heute alle Technologien. Was fehlt, ist der politische Wille. Wenn wir dann noch neue entwickeln, wenn kreativer, innovativ neue Dinge dazukommen, ist das super. Dann machen wir vielleicht nicht 1,5, halten wir nicht das 1,5-Grad-Ziel ein, sondern schaffen es, die Erderhitzung auf 1,4 Grad zu begrenzen. Und das wäre super, denn wir müssen davon ausgehen, jedes 10. Grad kostet schon jetzt Millionen von Menschen ihre Lebensgrundlage und im Zweifelsfall auch ihr Leben. Deswegen glaube ich, also möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass diese Innovationen kommen. Wenn sie trotzdem kommen, super. Aber wir müssen mit dem, was wir an politischen Mitteln jetzt gerade haben, mit den Technologien, die wir haben, dafür sorgen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten und unsere Emissionen schon von jetzt an konsequent reduzieren. Mhm. Frau Rabia, wenn ich Sie noch mal fragen darf, ist das die Alternative, die wir eben diskutiert haben, sozusagen Vertrauen in den Möglichkeitsraum auf der einen Seite oder aber die Aussage von Frau Reensma, die Klimakrise hat inzwischen einen Zustand, dass wir uns darauf nicht mehr verlassen können und deshalb klare Vorgaben. Ich sehe es ja persönlich eher so, dass wir darüber diskutieren müssen, ob wir in einem Bereich, und das könnte der Emissionspreis sein, eine wirklich zentrale Vorgabe machen, politisch machen, die auch mutig sein muss, das ist gar keine Frage, aber dass sich dadurch möglicherweise Regulatorik in vielen einzelnen Bereichen eher erleichtern könnte, dass wir sogar ein bisschen davon wegnehmen können. Ist das ein Weg, den Sie sich vorstellen können, Frau Rabia? Nein, ich glaube, wir betrachten das Problem viel zu einseitig. Es geht auch nicht nur um den Klimaschutz. Es geht hier um Umweltschutz ganz grundsätzlich, Naturschutz ganz grundsätzlich. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir die Natur kontinuierlich zerstören. Unsere Natur und Umwelt. Das heißt, wir haben ein Problem, wie wir unsere Wirtschaft aufgebaut haben. Wir wirtschaften über planetare Grenzen hinweg. Das heißt, dass wir zu viel CO2 ausstoßen, dass wir die Biodiversität schädigen, wir verlieren Arten, Gene und so weiter. Wir zerstören unsere Böden, unser Grundwasser. So wie wir wirtschaften, geht das nicht weiter. Wir kommen an planetare Grenzen. Im Gegenteil, wir überschreiten planetare Grenzen. Das heißt, einen CO2-Preis einzuführen, das ist sicherlich ein guter erster Weg. Aber wir sollten auch viel mehr über auch Lebensweisen sprechen. Sind die so weiter tragbar? Nein, sind sie nicht. Zumindest nicht, wenn man sie ausweitet und auch global gerecht gestalten möchte. Wenn sich alle so konsumieren würden wie wir Deutschen, dann würden wir viel mehr Planeten brauchen, als wir haben. Das heißt, es reicht nicht nur, einen CO2-Preis zu verhängen, den mal zu steigern und zu hoffen, dass wir dann nicht auf noch weitere Umweltprobleme stoßen werden. Wir brauchen einen ganz grundsätzlichen wirtschaftlichen Wandel. Wir sprechen da von der ökologischen Transformation der Wirtschaft und wir sprechen nicht nur ohne Grund über die Transformation. Wir müssen schauen, dass wir weniger konsumieren. Es geht hier um Suffizienzgedanken. Weniger konsumieren, weniger Flugreisen. Natürlich wäre es schön, Herr Kramer, wenn wir einen Treibstoff hätten, zum Beispiel jetzt im Bereich Flugreisen, der klimaneutrales Fliegen möglich machen würde. Ich bin auf der Linie von Frau Reemtsma. Aber solange wir das nicht haben, können wir doch nicht darauf bauen, dass wir diese Lösung in 10, 20 Jahren zur Verfügung haben.
Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie wir realistisch die Klimakrisen, die anderen Umweltkrisen bewältigt bekommen und die notwendigen politischen Instrumente nutzen und umsetzen. Was Ihre Transformationsaufgabe angeht, rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich gehöre ja zu denjenigen, die sagen, dass wir die Dimension der gesellschaftlichen Transformation, die wir vor uns haben, eher unterschätzen als überschätzen. Was den Emissionspreis angeht, natürlich gebe ich Ihnen völlig recht, das wird und kann nicht das einzige Instrument sein, aber es ist ein Schlüsselinstrument, weil am Ende, wenn wir eine Steuerung auch in der Art und Weise des Wirtschaftens über den Emissionspreis hinbekommen, dann werden Umwelt und Natur ihren Benefit davon tragen. Schaffen wir das nicht, dann sind die Instrumente zum Schutz von Natur und Umwelt als Ersatz für einen Emissionspreis wahrscheinlich, es sei denn, Sie sagen mir was anderes, eher beschränkt, oder? Frau Rinsma, Frau Rapier? Also das funktioniert natürlich nur, wenn wir nicht CO2-intensive Industrien ins Ausland verlagern. Ganz klar, und wenn ein hoher CO2-Preis dazu führt, dass CO2-intensive Industrien einfach ins Ausland gehen oder in meinetwegen EU-Drittländer gehen, dann haben wir überhaupt nichts gewonnen. Also deswegen, da muss man schauen, ob das dann die Antwort, ob ein höherer CO2-Preis die Antwort auf alle Probleme ist. Ich sage ja, es ist ein Schlüsselinstrument, aber weiß Gott nicht das einzige Instrument, aber ein ganz wichtiges. Und wir haben das heute Morgen auf einem anderen Podium auch schon diskutiert miteinander. Schon der CO2-Preis ist ja nicht nur eine Frage der Höhe, sondern es ist auch eine Frage, ob wir ihn sektorbegrenzt erhöhen, ob wir bewusst, vielleicht mit Blick auf die Landwirtschaft, dort vorsichtiger vorgehen als in anderen Bereichen. Wobei das natürlich, sagen wir mal, eher ein Wachstum an Regulatorik bedeuten würde, wenn man bei den sektorbestimmten Emissionspreisen bleibt. Frau Rinsma, wie Einfluss nehmen, das war ja ein bisschen bei Frau Rapier eben die Frage, wie Einfluss nehmen auf das persönliche Verhalten? Es fehlt ja den Menschen fast überwiegend nicht an Einsicht, würde ich mal mutig sagen. Das Thema Umwelt ist angekommen, die Notwendigkeit des Kampfes gegen den Klimawandel auch, mindestens abstrakt. Aber es fällt ja ganz schwer, daraus Rückschlüsse für das persönliche Verhalten zu kriegen, wie etwa die Frage, fahre ich in den Urlaub, fliege ich in den Urlaub oder nicht? Wie stellen Sie sich das vor, jenseits von Überzeugungsarbeit, die ja stattfindet? Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass die Einzelnen und die Konsumentinnen und Konsumenten die Klimakrise und auch andere Biodiversität, Plastik, Probleme lösen werden. Es sind 100 Konzerne, die für 71% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Und die dementsprechend auch die großen Hebel haben bei der Frage danach, schaffen wir es, die Klimakrise einzudämmen oder nicht. Dementsprechend sind die Antworten, die wir brauchen, nicht das einzelne Individualverhalten von Bürgerinnen und Bürgern an den Pranger zu stellen. Denn vielfach steht man auch vor einer Entscheidung, die für viele Leute finanziell gar nicht möglich ist. Bioprodukte im Bereich Kleidung etc. sind häufig für Menschen mit geringem Einkommen auch gar nicht finanzierbar. Wer auf dem Land wohnt, ist auf sein Auto angewiesen und kann sich vielleicht kein E-Auto, sparsames Auto etc. leisten, geschweige denn, dass die E-Infrastruktur verfügbar ist. Und deswegen dürfen wir nicht da ansetzen und sagen, okay, du musst als allererstes klimaneutral perfekt leben. Das ist in der aktuellen deutschen Gesellschaft auch gar nicht möglich. Wir müssen politisch und wirtschaftlich die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass klimafreundliches Verhalten einfach ist, indem wir Produktion, Industrie und Wirtschaft zur Verantwortung ziehen und da die Weichen stellen für eine klimaneutrale Gesellschaft von morgen. Das gilt natürlich auch im Bereich der öffentlichen Infrastruktur, ÖPNV, Radinfrastruktur etc. Das wird an einigen Stellen auch im Zweifelsfall mit Verboten einhergehen, wenn wir uns Kurzstreckenflüge angucken, die in einer klimaneutralen und klimagerechten Gesellschaft einfach nicht mehr existieren werden. Aber wir müssen uns verabschieden von der Illusion, dass die Individuen und die Konsumentinnen und Konsumenten, also die Bürgerinnen und Bürger als KonsumentInnen verantwortlich sind für die Lösung der Klimakrise. Als politisches Individuum auf jeden Fall. Man kann wählen gehen, man kann sich im Protest engagieren, viele weitere Dinge tun. Und es ist super, wenn Leute auch sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, ich verhalte mich irgendwie klimagerecht, fahre mehr Fahrrad,
kaufe Bioprodukte, aber wir dürfen nicht glauben, dass das der große Hebel für die Lösung der Klimakrise ist. Nee, aber wir waren vorhin schon mal näher dran bei der Frage, wie produzieren wir? Wir haben ja jemanden von einem Automobilunternehmen hier. Das ist ja eine ganz aktuelle Frage, die wir vielleicht auch ein bisschen zuspitzen können. Wir haben über Freiheit und Regulierung gesprochen. Was bedeutet das für die Vorgaben, die wir der deutschen Wirtschaft machen? Nur zu sagen, ihr müsst Mobilität anders gestalten, ist noch nicht die Lösung. Wir stehen ja dann wahrscheinlich eher vor konkreten Alternativen, von denen wir eine jetzt weggenommen haben. Das ist die Zukunft des Verbrennungsmotors, der keine Zukunft mehr hat nach Lage der Dinge, würde ich mal sagen. Bleibt für die Politik die Entscheidung, verpflichten wir Mobilität, individuelle Mobilität zukünftig auf Elektromobilität oder halten wir das Ganze eher technikoffen? Das ist ja eine konkrete Entscheidungsalternative, die sich in den eher Monaten als Jahren andeutet. Herr Korkmaz, wie diskutiert ihr das unter den Jungarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei VW? Ja, ich kann dazu sagen, dass es ja schon in der Berufsausbildung anfängt, dass wir ja auch allgemein in der Ausbildung schon viele und etliche Projekte haben zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, E-Mobilität, Digitalisierung, Industrie 4.0. Und dementsprechend bilden wir ja auch bei uns Volkswagen aus, ne? Dementsprechend, also das beste Beispiel ist ja in dem Moment der Kfz-Mechatroniker für Hochvolttechnik, den wir auch schon seit einigen Jahren ausbilden. So, und von der Basis aus bilden wir ja aus. Und wir haben ja das Ziel, bis 2030 80% unserer Palette von Autos auf E-Mobilität umzusteigen. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Nachfrage dennoch auch im Ausland nach Verbrennungsmotoren. Und da würde ich tatsächlich Frau Renzmann und Frau Rapio zustimmen, dass wenn wir in Deutschland die CO2-Steuer anheben und so weiter und so fort, dass wir damit einfach nicht das Problem lösen, sondern dass es ein Ding ist, wo wir alle gemeinsam anpacken sollten. Ja. Herr Kramer, Sie vielleicht auch zu dem Thema? Ja, sehr gerne. Also ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Und die ist, es ist richtig, dass wir vorgeben, wir müssen in der Mobilität CO2-neutral unterwegs sein. Ob das die Elektromobilität ist, ob das eine wasserstoffbetriebene Mobilität ist oder eine noch andere, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen, wer weiß, was noch alles sich so entwickelt, das würde ich der Politik nicht in die Hand geben, sondern ich würde es dahin packen, wo es hingehört, nämlich in die Wissenschaft, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt, oder auch in die Gesellschaften und Unternehmen, die besten Technologien, die zu dem vorzugebenden Ziel CO2-Neutralität dann dahin führt. Weil da sitzen die Know-how-Träger, da muss man sich auf diejenigen verlassen, die das Feld kennen und können und beherrschen. Und das sehe ich für eine Vielzahl an Themen. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir alle Themen vollständig technologieoffen diskutieren, damit wir auch den gesamten Möglichkeitsraum nach vorne hin öffnen. Was ich nicht sage, und das möchte ich auch ganz deutlich machen, ich sage nicht, dass wir auch nicht auch Regulatorik brauchen. Nur die Frage ist, wie weitgehend und wie detailorganisiert die Regulatorik ist. Das große, wichtige Ziel muss klar benannt und definiert sein. Und dann, wie wir da hinkommen, das sollten wir den vielen schlauen Köpfen in Deutschland, in Europa und in der Welt überlassen. Und ich glaube, da finden wir die richtigen Maßnahmen. Hätte man vor vielen Jahren oder Anfang der 90er gesagt, wo wir mit der erneuerbaren Energien hinkommen, ich glaube, da wäre keiner davon ausgegangen, dass wir so weit kommen, wie wir heute sind. Das ist dadurch zu verdanken, dass es Forschung, Unternehmen unter anderem gelungen ist, die Nennleistung der Windkraft extrem nach oben zu fahren, die Kosten der Installation der Windkraft, sei es onshore, aber auch offshore, massiv nach unten zu skalieren. Und das kann man nicht durch Regulatorik vorgeben. Man muss durch Regulatorik vorgeben, wo wir hinwollen, das klare Ziel und dann technologieoffen diskutieren. Ich sage das auch, ich finde es persönlich sehr schade, dass wir manchen Technologien, die im globalen Maßstab gerade wieder Aufwind erleben, in Deutschland sehr schnell etwas überstürzt aus meiner Sicht den Rücken gekehrt haben, weil wir uns damit einfach Handlungsräume nach vorne hinnehmen. Ich würde gerne dazu ergänzen, zu der Technologieoffenheit.
dass das wissenschaftlicherweise, nachgewiesen, nicht stimmt. Wir können nicht Dinge unendlich lange technologieoffen diskutieren im Angesicht der Klimakrise, wenn wir tatsächlich einen Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leisten wollen. Das hängt damit zusammen, dass viele der Entscheidungen, die wir jetzt treffen, ja Fahrtabhängigkeiten schaffen. Wenn wir jetzt beispielsweise Industrieanlagen haben, Laufzeiten teilweise von 5 bis 6 Jahrzehnten, also so selbst Autos laufen im Zweifelsfall 10, 15, 20 Jahre, wenn nicht noch länger. Wenn wir da jetzt sagen, wir warten noch länger und länger und länger, ob wir nicht vielleicht noch eine effizientere Technologie finden und so lange bleiben wir beim Alten, ist das einfach Quatsch, weil wir jetzt die Grundlagen legen müssen für die möglichst stärksten CO2-Einsparungen, die wir haben. Und beispielsweise auch gerade im Bereich der PKWs, wo ja viel diskutiert wird über Elektromobilität und Wasserstoff. Wasserstoff wird für immer ein knappes Gut sein. So wie generell sehr, sehr viele Ressourcen, die wir haben, knapp sind. Wir müssen diese Ressourcen dann dort einsetzen, wo wir keine andere ernsthafte Alternative haben, weil sie eben so knapp sind, dass wir gucken müssen, okay, welchen Verkehr, wo wir zum Beispiel Wasserstoff brauchen oder synthetische Kraftstoffe, also wo brauchen wir es auf jeden Fall? Das kann dann zum Beispiel Flüge, die nicht vermeidbar sind, können das zum Beispiel sein. Die werden wir niemals, wahrscheinlich oder auf sehr lange Zukunft voraussichtlich, nicht mit E-Mobilität betreiben können. Dementsprechend müssen wir die knappen Ressourcen wie Wasserstoff, wie E-Fuels, wie auch bestimmte seltene Erden etc. dann dafür sozusagen nutzen, wo sie wirklich nicht vermeidbar sind, anstatt jetzt zu sagen, oh, weil wir unbedingt technologieoffen denken wollen im Bereich der PKW, also der privaten PKW, müssen wir unbedingt uns das offen halten, dass wir da doch vielleicht mit synthetischen Kraftstoffen etc. arbeiten können. Dort haben wir jetzt schon eine Alternative, die CO2-frei ist. Auch da ist klar, in der klimagerechten Zukunft wird es weniger Autos auf den Straßen geben. Das wird einfach schrumpfen müssen, die Menge an PKWs, die wir haben. 48 Millionen Autos auf den deutschen Straßen ist keine nachhaltige Art und Weise, Mobilität zu gestalten. Aber ich würde da sehr stark gegen diese krampfhafte Technologieoffenheit argumentieren, die auch wissenschaftlicherweise nachgewiesen nicht funktioniert, weil wir jetzt Entscheidungen treffen müssen an vielen Stellen. Was macht Sie eigentlich gerade bei der Mobilität so sicher, dass wir schon am Ende der Zukunft sind? Ich meine, das sage ich jetzt als Lebensälterer, der auch, sagen wir mal, die Erfahrung gemacht hat, wie oft wir uns getäuscht haben im Verlauf der letzten 30, 40 Jahre, beginnend mit der Atomkraft in den 70er Jahren. Ich hatte dann die Ehre, das Ende der Atomkraft zu verhandeln, 1999, 2000. Was macht Sie so sicher, dass die E-Mobilität sozusagen das Ende einer Geschichte ist? Ich glaube nicht, dass das unbedingt im Zweifelsfall das Ende einer Geschichte ist. Aber wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, die ja sozusagen die Gesellschaft für eine längere Zukunft beeinflussen. Das sind ja nicht Entscheidungen. Wir entscheiden uns nicht jeden Tag dafür, welche Art der Mobilität wir nutzen, sondern ein Kauf des Autos passiert einmal und dann erstmal für die meisten Leute die nächsten 10, 15, 20 Jahre nicht nochmal. Und dementsprechend schaffen wir da Fahrtabhängigkeiten und ganz, ganz klare sozusagen Grundlagen für die Gesellschaft der Zukunft. Und die müssen wir jetzt sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen treffen mit den heute verfügbaren Technologien. Und ich glaube, was wir auch im Bereich der PKW nochmal, es geht ja nicht nur um CO2 und Emissionen, sondern es geht auch um das ganze Nachgelagerte. Was sind zum Beispiel die Produktions- und Lieferketten im Bereich der anderen seltenen Erden und sowas, die verwendet werden? Was ist eigentlich mit natürlichen Ressourcen außerhalb von CO2, sondern von Rohstoffen im Bereich Metalle, im Bereich seltene Erden? Auch die sind knapp. Und dementsprechend ist klar, dass in der klimagerechten Zukunft eben weniger dieser Autos fahren werden, einfach weil Ressourcen begrenzt sind und nicht unendlich verfügbar sind und wir sie da nutzen müssen, wo wir am wenigsten Alternativen haben. Und im Bereich der privaten Mobilität haben wir an vielen Stellen eben Alternativen und können sie schaffen durch zum Beispiel in Städten besseren öffentlichen Nahverkehr. Das heißt nicht, dass irgendwie jetzt allen Leuten alle Autos verboten werden sollen. Das fordert niemand. Aber das heißt eben, dass klar ist, irgendwie in der gerechten Zukunft in 20 Jahren wird es weniger Autos auf deutschen Straßen geben. Frau Rabio, wir haben uns jetzt ein bisschen festgebissen bei der Mobilität, haben Sie gemerkt. Sie haben vorhin in einem Halbsatz mal etwas gesagt, was ich ganz interessant fand und auch sehr unterstützenswert, als Sie gesagt haben, es war nebenbei, war nicht Ihr Hauptargument, es ist auch keine Lösung, wenn wir schmutzige Industrien ins Ausland verlagern. Sie haben damit auch gesagt, wir sollten nicht auf die Industrien verzichten, sondern wir sollten die jetzt noch schmutzigen Industrien eher sauber machen. Vielleicht hat Frau Rehns mal recht, wenn wir uns bei der Mobilität zu sehr in den Wasserstoff verbeißen,
So haben wir bei den großindustriellen Anlagen bis hin zur Stahlerzeugung allerdings vielleicht wie im Lkw-Bereich mit dem Wasserstoff in einigen Jahren eine wirkliche Alternative. Technisch sagen uns die Ingenieure der wenigen Stahlhersteller, die es noch gibt in Deutschland, technisch sagen die, ist das kein Problem, das können wir lösen. Die Frage ist eher eine Frage der Preise. Wie wird ein solcher mit Wasserstoff erzeugter Stahl, als Beispiel für andere Industriebereiche auch, wie wird der noch wettbewerbsfähig sein? Das ist jetzt vielleicht für Sie eine etwas ungerechte, weil zu komplizierte Frage, aber wie stellen Sie sich vor, dass man diese technologische Transformation so hinbekommt, dass wir die Unternehmen und Arbeitsplätze gleichzeitig im Land behalten? Ja, also Sie haben das genau richtig verstanden, so wollte ich das auch ausdrücken. Es bringt nichts, wenn wir alles ins Ausland verlagern. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten viel mit der Landwirtschaft auseinandersetzen dürfen. Und da ist ja auch das gleiche Argument in der Tierhaltung. Es bringt ja nichts, wenn wir die Tiere im Ausland aufziehen und dann in Deutschland konsumieren. Also das hat dann ist ja auch niemandem geholfen und wir haben keine gute Treibhausgasbilanz. Und bei den Industrien, bei der Transformation der Industrien, die Preisfrage ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und da möchte ich auch nochmal auf die Frage der VerbraucherInnen kommen. Es geht doch auch darum, was öffentlich unterstützt wird, was öffentlich subventioniert wird. Und die ökologisch nachhaltige Lösung, Variante, Option muss immer die günstigere sein. Und da haben wir noch einen Knackpunkt in vielen Bereichen. Da geht es um die Mobilität, S-Bahn statt Auto, Bahn statt Flugzeug, im Bereich Landwirtschaft, Ernährung, kein Fleisch und eben pflanzliche Alternativen. Die ökologische Variante muss immer die günstigere sein. Wir merken aber auf der marktlichen Situation, das ist nicht die marktliche Realität. Und hier muss der Staat eingreifen, ob es jetzt um Stahl geht, um Fleisch oder um die Bahn. Es muss alles günstiger sein im Vergleich zu den nicht ökologischen Faktoren. Und dass es teurer ist, liegt ja an der Externalisierung dieser Kosten, die entstehen, der Umweltkosten, die entstehen. Und wenn man sie aber internalisieren würde, würden diese schmutzigen Alternativen, die nicht ökologisch nachhaltigen Alternativen, auch teurer werden. Ja, und hier muss der Staat, muss die Bundesregierung ganz klar lenken. Und so würden wir vielleicht viele Produkte oder die Nachfrage von grünen Produkten auch steuern. Zur Landwirtschaft fragen wir gleich Frau Muß nochmal, aber im Bereich der Großindustrien ist es natürlich schwieriger, weil die in aller Regel nur zu einem sehr kleinen Teil für den deutschen, zu einem großen Teil für den europäischen, zu einem größeren Teil für den internationalen Markt arbeiten. Und da stellt sich dann die Frage, lösen wir die Wettbewerbssituation entweder durch staatliche Subventionen, indem wir den Nachteil der ökologischen Produktion entsprechend ausgleichen oder gehen wir zu einer Politik zurück, die wir eigentlich im Freihandel beseitigen wollten, nämlich zu einer Rückkehr der Zollpolitik. Das sind die beiden Alternativen, die man dann sozusagen auch schärfer miteinander und gegeneinander diskutieren müsste. Aber vielleicht, da wir jetzt so sehr bei dem grenzüberschreitenden internationalen Bereich sind, wenn wir Frau Muß mal fragen, die deutsche Landwirtschaft ist auch exportorientiert, ich weiß. Aber hier lässt sich vielleicht mit Blick auf den nationalen Markt noch leichter beschreiben, wie es hinzukriegen ist, dass biologische, ökologische Reformen der Landwirtschaft auch entsprechend wettbewerbsfähig und preisattraktiv bleiben können. Was ist zu tun aus Ihrer Sicht? Auf jeden Fall ein Bereich, in dem viel getan werden kann und auch muss. Und das ist ja auch ein Bereich, den wir gerade ja sehr intensiv im letzten Dreivierteljahr in der Zukunftskommission auch bearbeiten. Das Besondere ist dort ja auch, dass verschiedene Akteure aus verschiedenen Bereichen eben gemeinsam an einem Weg arbeiten, der dann nachher auch hoffentlich für alle tragbar ist. Und da gibt es verschiedene Aspekte, bei denen man ansetzen kann. Aber ein Punkt, der wichtig ist, ist, dass die Regionalität auf jeden Fall gestärkt wird, was nicht heißen soll, dass ich keinen Welthandel mehr möchte, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, die besser umgesetzt werden können. Es gibt Betriebe, die können vermehrt in die Direktvermarktung zum Beispiel einsteigen. Und die Corona-Bedingungen im letzten Jahr haben ja auch gezeigt,
dass der Verbraucher auch vermehrt regionale Produkte nachfragt. Wir hatten teilweise Knappheiten in Supermärkten, sodass auch die Hofläden mehr besucht wurden. Und ich denke, dass solche Ketten gestärkt werden müssten, dass aber zum Beispiel auch öffentliche Einrichtungen vermehrt auf regionale und nachhaltig produzierte Lebensmittel gehen sollten. Ich sage bewusst nachhaltig und nicht ökologisch, weil ich der Meinung bin, dass es zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft zu viele Zwischenschritte gibt und manchmal auch einfach nur die Zertifizierung fehlt. Und ich glaube, Nachhaltigkeit insgesamt ist das Ziel, was wir erreichen sollten, um eben klimatische, aber auch ökologische Aspekte und so weiter zu berücksichtigen. Da kann also noch eine ganze Menge gemacht werden. Was ich aber auch glaube, ist, dass wir vermehrt Anreizsysteme brauchen, damit eben andere Systeme umgesetzt werden. Das ist einmal für die Landwirtschaft ein Aspekt, aber auch für die gesamte Wirtschaft. Denn wenn bestimmte Produktionsweisen attraktiv sind, sei es durch gute Absatzmärkte oder auch durch andere positive Einflüsse, dann wird auch automatisch der Wille steigen, dass die Wirtschaft oder auch die Landwirtschaft diese vielleicht nachhaltigeren Produktionsrichtungen einschlagen. Und ich glaube, alleine Ordnungsrechte oder Regularien, die stößen nur auf Widerstand. Das hat man jetzt ja auch bei den Bauernprotesten vor einem Jahr gemerkt. Wenn zu viel auf oben reinprasselt und es immer nur heißt, ihr dürft das nicht und das nicht und das auch nicht, dann hat man diese Abwehrhaltung. Von daher braucht man einen guten Mittelweg aus beiden quasi. Und wenn man dann doch in die Regularien geht, dann muss man eben die verschiedenen Akteure mitgehen, damit es einfach zusammenpasst und man vielleicht auch gute Zwischenlösungen findet. Eine Sache möchte ich noch insgesamt sagen und da möchte ich auch der Frau Rinsma ein bisschen widersprechen. Ich bin schon der Meinung, dass jedes Individuum bei sich selber anfangen muss. Ich weiß, dass wir verschiedene Größen haben und auch verschiedene Größenwerte, vor allen Dingen, wer was bewirken kann. Aber wenn man jetzt auf die Landwirtschaft schaut, ist schon der einzige Akteur ein wichtiger, der mit seinem Kaufverhalten eben auch signalisiert, was er haben möchte. Und mir ist bewusst, dass verschiedene Einkommensklassen auch verschiedene Produkte kaufen möchten. Aber da müssen wir genau auf den Punkt von Frau Rapier zurückkommen. Die beste nachhaltige Lösung muss eben auch für alle erreichbar und sein. Und das finde ich sehr wichtig. Wenn ich das jetzt richtig mitgeschnitten habe, dann sind Sie, Frau Rapier, und Sie, Frau Moos, Mitglied dieser Zukunftskommission, ja? Andere nicht, ne? Ja, richtig. Genau. Wir sind die beiden Jugendvertreterinnen in der 31-köpfigen Kommission und wir durften in den letzten Monaten sehr intensiv zusammenarbeiten, die Katrin Moos und ich, und haben auch eine Zukunftsvision für die Landwirtschaft erstellt. Also so wie wir als Jugend uns die Landwirtschaft bis in 10, 15, 20 Jahren vorstellen, und das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich frage vor dem Hintergrund, ich bin nicht Mitglied der Zukunftskommission, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer überwiegend auch nicht. Wenn Sie von Anreizsystemen sprechen, die verbessert werden müssen. Was haben Sie da für Ideen entwickelt? Für Landwirtschaft, aber vielleicht auch darüber hinaus? Da gibt es eine ganze Facette. Und also wir als Jugendverbände haben viel auch an der Zielebene gearbeitet. Wo muss man hingehen? Und da muss man auch ganz klar sagen, dass es einfacher ist, gemeinsame Ziele zu erarbeiten, als gemeinsame Wege zu beschreiten. Der Emissionshandel zum Beispiel ist eins, das sehr kontrovers momentan diskutiert wird. Ansonsten muss man aber auch in der Landwirtschaft schauen, dass man Maßnahmen findet, die dann nachher auch wieder attraktiv sind für den Landwirt, die ihm einen Benefit bieten. Wenn man zum Beispiel eine verbesserte Fruchtfolge hat, kann das nachher auch für den Landwirt eventuell mehr Ertrag bedeuten oder auch einhergehen mit Humusaufbau. Man muss da eben Maßnahmen finden, die verschiedene Ziele vereinen. Und mit verschiedenen Zielen meine ich vor allem den ökologischen, aber auch den ökonomischen Aspekt, weil der ökonomische Aspekt ist nachher der wichtige, um vielleicht auch die Betriebsstrukturen zu erhalten, die wir als Landwirtschaft, aber auch als Gesellschaft gerne in Deutschland eben auch etabliert haben möchten. Zur Frage der Anreizsysteme. Also wir stehen 3 Wochen vom Endbericht. Wenn ich jetzt schon alles vorwegnehmen würde, was wir da beschließen, ist nichts in Stein gemeißelt. Wir haben noch 3, 4 Wochen. Und bis dahin haben wir auch noch nichts final beschlossen. Nein, ich will Sie jetzt nicht veranlassen, der Öffentlichkeit die Überraschungen zu nehmen, die wir alle erwarten von dem Bericht. Herr Korkmaz, noch mal zu Ihnen. Sie gehören ja sozusagen, wenn ich mich hier umschaue, zu der Gruppe der Arbeitnehmer in der klassischen Industrie, die schon so ganz klassisch nicht mehr ist, weil sie sich jetzt umrüstet auf moderne Antriebe, Elektromobilität. Sie haben, und ich weiß gar nicht, haben Sie es gesagt oder jemand anders von Ihnen, dass Sie mit Blick auf die Elektromobilität ganz stark für den europäischen Markt produzieren, in China sehr stark sind. Ich glaube, Sie selbst haben vorhin gesagt, dass andere aber immer noch Verbrennungsmotoren, die unsere
Klimaschutzgesetzgebung nicht haben, nicht übernommen haben, dass andere immer noch auf Verbrennungsmotoren sehen. Schauen Sie da mit Sorge in die Zukunft oder sagen Sie, wir werden als Unternehmen den Sprung schaffen und die Zahl der Arbeitsplätze, die wir im Unternehmen haben, auch halten? Ja, ich schaue da mit, aber nicht nur ich persönlich, sondern tatsächlich wir als Jugend schauen da schon mit so einem Augenmerk darauf, dass es auch Bauchschmerzen bereitet. Wenn wir auf den Zug springen mit der E-Mobilität, dann sollten das selbstverständlich auch die Großkonzerne ebenfalls tun, die jetzt nicht von Volkswagen zu Tochtergesellschaften gehören, um natürlich gemeinsam diesem Klimawandel auch natürlich mitzuwirken. Dass wir die Verbrennungsmotoren von Volkswagen, also jetzt auf die E-Mobilität umgestiegen sind, ist ein Schritt für sich und da sind halt auch Investitionen nötig. Und da ist es natürlich, als Betriebsräte, als Jugend- und Auszubildendenvertreter mit der IG Metall zusammen wichtig, dass da gewisse Investitionen fließen und noch weiterhin fließen sollen. Und dafür sind ja unsere Tarifverträge da. Siehe da unsere letzten Tarifrunde, dass wir halt auch dort an dieser Stelle im Bereich Jugend, aber auch im Erwachsenenbereich noch weitere Investitionen gefordert haben und weiterhin halt auch fordern werden, damit da wir noch diesen Sprung noch weiterhin schaffen und in ferner Zukunft auch weitere Arbeitsplätze sichern können, weil natürlich dort an dieser Stelle auch Arbeitsplätze hängen. Das, was ich, um an den Anfang der Diskussion zurückzukommen, was sich rein phänomenologisch für mich verändert hat in diesen letzten 15 Monaten, ist die Vielzahl der Paketdienste, die unterwegs sind. Frau Rinsma, Sie haben gesagt, wir können, wenn wir über die Zukunft der Umwelt, über den Kampf gegen die Klimaveränderung reden, nicht an individuelles Verhalten anknüpfen. Dann haben Sie recht, oder ich würde Ihnen recht geben, wenn Sie sagen, nicht allein an individuelles Verhalten, aber wie kriegen wir das wieder zurückgedreht, dass die Menschen sich zu Fuß auf den Weg machen, mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, zum Fachhändler fahren und nach dem Warenangebot schauen und nicht einfach per Mausklick eine riesige internationale Kette in Gang setzen, die mit den Paketen, die zurückgeschickt werden, ja manchmal auch doppelte und dreifache Verläufe haben? Fürchten Sie, dass da jetzt so eine Gewöhnung eingetreten ist in der Corona-Phase oder lässt sich das wieder zurückdrehen? Ich glaube, dass also in einigen Bereichen werden sicherlich Dinge auch bleiben und Veränderungen zum, ohne es jetzt stark bewerten zu wollen, aber aus einem klimapolitischen Blick zum Guten wie zum Schlechten. Wir sehen auch Vorteile durch zum Beispiel einen Rückgang der Mobilität, insbesondere im Bereich Pendeln, durch Homeoffice-Möglichkeiten, die jetzt getestet wurden und doch gezeigt haben, es ist möglich. Ich glaube, was wir hier sehen, ist nochmal auch die starke Verknüpfung der Probleme, also wie sozusagen solche Probleme alle sehr eng miteinander verzahnt sind. Gerade heute, gestern kam die Nachricht, die jetzt keine neue Nachricht ist, aber glaube ich viele nochmal schockierte, dass der reichste Mann der Welt, der den größten Online-Versandhändler der Welt gegründet hat und besitzt, keine Steuern zahlt. Wir wissen alle von den katastrophalen Arbeitsbedingungen vor Ort. Und all das sind sozusagen, wenn wir diese Probleme auch im Kern angehen, tun wir damit auch wieder was sozusagen im Bereich auf dem Weg zu einer klimagerechten Zukunft. Denn auch solche Konstrukte, Großkonzerne, die keine Steuern zahlen und ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausbeuten, können in einer klimagerechten Zukunft eben nicht existieren, weil sie die Kosten, die eigentlich da sind, auslagern auf Mensch und Umwelt. Und nicht beitragen zu einer solidarischen Finanzierung von staatlichen, gemeinschaftlichen Institutionen, die wir aber brauchen, auf die wir alle angewiesen sind und die wir täglich nutzen, sei es im Bereich öffentlicher Nahverkehr, seien es Schulen, seien es auch Straßen, die auch alle durch die öffentliche Hand finanziert werden. Und da sehen wir, wie eng verzahnt diese Probleme auch miteinander sind. Denn wenn tatsächlich große Online-Versandhändler zum Beispiel diese Kosten nicht mehr auslagern können durch Steuerflucht, durch das Ausbeuten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, durch das Brechen auch von Umweltrechten, wie es an vielen Stellen geschieht, gerade im Bereich der Produktion, dann tun wir auch damit immer wieder in nachgelagerten Schritten etwas für den Weg zu einer klimagerechten Zukunft. Und ich glaube,
das zeigt nochmal, dass die Transformation viel größer ist als nur eine technische Lösung, die die eine Technologie durch eine andere CO2-ärmere Technologie ersetzt, sondern dass wir tatsächlich an den Grundfesten unseres kapitalistischen Systems auch anfangen müssen und sagen müssen, wir müssen für eine Gerechtigkeit sorgen, die die Bedürfnisse der Schwächsten finanziell etc. in den Vordergrund stellt und da erstmal für Gerechtigkeit sorgt im Bereich gerechter Löhne, im Bereich der Verfügbarkeit von Infrastruktur für alle und dann danach sozusagen anfängt. Dann müssten Sie doch eigentlich den Beschluss der G7-Finanzminister für die Einführung einer Mindestbesteuerung auf der Unternehmensebene begrüßt haben, oder? Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also das sage ich jetzt als Privatperson und nicht als Fridays for Future. Ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die G7 reichen aber natürlich nicht aus. Wir haben 196 Staaten und die Steuerflucht passiert ja vor allen Dingen auch in anderen Staaten und bis dann sozusagen zu einer globalen Mindeststeuer. Da ist noch Schritte notwendig. Man kann sicherlich auch darüber diskutieren, ob das ausreicht. Vor dem Zeitalter des Neoliberalismus in den 80er Jahren war die durchschnittliche Unternehmensbesteuerung bei über 40%. Auch da ist die Wirtschaft nicht vor die Hunde gegangen. Und ich glaube, da können wir auch viel darüber nachdenken, wer trägt eigentlich Verantwortung für Gesellschaft und muss wo sich wie beteiligen an Gesellschaft, Gemeinschaft und Bereitstellung von Staatshaushalten und damit auch staatlichen Institutionen, auf die wir alle angewiesen sind. Aber sozusagen als Schritt in die richtige Richtung, ja. Und es wird jetzt auch auf die Tagesordnung der G20-Finanzminister kommen. Also der Zug fährt weiter und hält hier nicht am Gleis 7, wenn Sie so wollen. Herr Kramer, wie schauen Sie auf die Zukunft der deutschen Wirtschaft, der deutschen Unternehmen? Ist die deutsche Wirtschaft, sind die deutschen Unternehmen kreativ, innovativ, finanzstark genug, um diesen veränderten Wettbewerb im Kampf gegen den Klimawandel standzuhalten? Ja, ich bin in dieser Stelle grundaus optimistisch. Wir als deutsche Wirtschaft, aber auch als deutsche Gesellschaft, und ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und es ist nicht eine rein wirtschaftliche Aufgabe, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das Problem zu lösen. Wir haben alle Mechanismen in der Hand. Und wenn wir in Deutschland oder ein bisschen weiter gedacht in Europa nicht davon überzeugt sind, dass wir das gemeinsam hinkriegen, wer soll denn überhaupt in der globalen Welt die Überzeugung haben, dass das Problem lösbar ist? Das ist meine feste Überzeugung. Die Corona-Krise hat natürlich an der einen oder anderen Stelle auch an der Kapitalbasis geknapst. Aber wir sind stark genug, das nach vorne hinzukriegen. Aber, und das ist auch meine Überzeugung, meine persönliche Überzeugung, wir müssen in der Gesellschaft und in Deutschland auch erkennen, dass wir das soziale Gefüge, wie wir es heute haben mit der sozialen Marktwirtschaft, auch nur mit einer starken Wirtschaft, mit einer starken Ökologie und mit einem starken sozialen System hinkriegen. Und ich glaube, wir in Deutschland sind da auf dem richtigen Weg. Gesellschaftlich haben wir auf dem Klimathema sicherlich noch mal an Brisanz gewonnen in den letzten 15 Monaten oder darüber hinaus. Aber wir sollten da diese Vorreiterrolle, die wir an allen Facetten haben, ausbauen, stärken. Und dann liegen in der Herausforderung mehr Chancen für uns alle als Risiken. Frau Rabia, sind Sie zuversichtlich, dass wir noch auf Kurs kommen und die eingehaltenen oder die verabredeten Zeitziele auch einhalten mit den versprochenen Emissionseinsparungen? Also wir jungen Menschen haben ja gar keine Wahl. Wir müssen zuversichtlich, wir müssen optimistisch bleiben. Deswegen haben mir die Worte von Herrn Kramer auch gefallen. Wir müssen optimistisch in die Zukunft schauen, weil wir jungen Menschen eben viele Katastrophen, Naturkatastrophen, unvorhersehbare Katastrophen, die werden auf uns zukommen. Bewaffnete Konflikte, die aufgrund von Ressourcenknappheit entstehen. All diese Dinge werden auf uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten niederprasseln. Und wenn wir nicht optimistisch an diese große Aufgabe der Transformation rangehen, dann müssten wir eigentlich sofort resignieren. Sie haben jetzt ein Negativbeispiel genannt, Herr Steinmeier, von der Pandemie, was das persönliche Verhalten anging von Menschen. Ich würde auch ein Positivbeispiel nennen. Menschen haben Deutschland als Urlaubsort wiederentdeckt. Das ist auch ein Positivbeispiel. Und ich denke, wir haben in der Pandemie gemerkt, dass wir alle, jedes Individuum, kann einen Unterschied machen. Trage ich die Maske, trage ich sie nicht, bleibe ich zu Hause, bleibe ich nicht zu Hause. Und dieses Bewusstsein wünsche ich mir auch für ökologische Themen. Ich kann einen Unterschied machen, wenn ich auch Fleisch konsumiere. Klar sind systemische Fragen auch zu berücksichtigen. Es sind eben vielfältige Probleme, vielfältige Lösungen brauchen wir auch also. Aber ich hoffe, dass wir durch diesen großen Bruch
der Corona-Pandemie merken, dass wir was tun müssen, dass wir auch was verändern können, dass es in unserer Macht liegt, die Gesellschaft zu verändern. Das hoffe ich mit Ihnen. Frau Reensma, sind Sie zuversichtlich? Ich bin zuversichtlich und nicht so zuversichtlich zugleich tatsächlich, weil wenn wir uns angucken, was die aktuellsten Klimaprognosen sind, sowohl wo stehen wir gerade geophysikalisch, als auch was sind sozusagen Ziele und politische Maßnahmen, die verabschiedet wurden, dann sind wir Stand heute im IPCC im schrecklichsten, also im schlechtesten Szenario, im Worst, Worst, Worst Case Szenario, was überhaupt in diesem IPCC drin stand, wo bei den ersten Auflagen des IPCC, also des Klimareports, der weltweit anerkannteste von sehr vielen KlimaforscherInnen und Forschern, dass wir da in dem Szenario stehen, was lange Zeit als, das hat man nur reingenommen, damit man noch irgendwie ein Ende der Skala überschreitet, um sozusagen so, ja, was ganz Absurdes reinzuschreiben, weil man muss ja alle Möglichkeiten bedenken. Und tatsächlich befinden wir uns genau in diesem Worst-Case-Szenario, gerade geophysikalisch. Und das stimmt mich schon also besorgt. Und das stimmt nicht nur mich, sondern Klimawissenschaftlerinnen als auch AktivistInnen, gerade in den von der Klimakrise schon heute viel, viel schlimmer betroffenen Staaten, eben sehr, sehr, sehr besorgt. Macht Angst, denn was sozusagen die Perspektive ist, das hat auch gerade Franz Timmermans letztens gesagt, unsere Kinder werden im Zweifelsfall Kriege über Wasser führen und das ist keine unrealistische Option. Gleichzeitig sind die Ziele, die politisch verkündet werden, führen uns auch immer noch in eine Welt über 2 bis eher 3, 4 Grad heißer. Die politischen Maßnahmen, die aktuell beschlossen werden, sogar noch stärkere Klimaerhitzung als das. Und das alles, was sozusagen an Fakten gerade auf dem Tisch liegt, das gibt wenig Anlass zur Hoffnung. Was mich hoffnungsvoll stimmt stattdessen, ist, dass wir sehen, es gibt eine wachsende Bewegung, die tatsächlich eine klimagerechte, sozial-ökologische Transformation einfordert. Die sagt, wir müssen die Verursacherinnen und Verursacher der Klimakrise, die Ölkonzerne, die Kohlekonzerne, zur Verantwortung ziehen und sagen, sorry, euer Geschäftsmodell funktioniert nicht. Wir müssen aufhören, Staaten des globalen Südens auszubeuten für ihre Ressourcen und wir müssen es schaffen, hier Angebote zu machen, die sozial gerecht eine Möglichkeit schaffen, klimaneutral zu leben. Und diese Bewegung wird immer größer und diese Bewegung wird immer lauter und das ist das, was mir Hoffnung gibt, obwohl alle Prognosen, die wir haben, wirklich eher katastrophal aussehen. Und das sage ich nicht, weil ich alarmistisch klingen möchte, sondern weil das ist, wenn wir uns die beste verfügbare Klimawissenschaft angucken, das ist, was da auf dem Tisch liegt. Ja, Dankeschön. Herr Korkmaz, sind Sie optimistisch, dass wir die Klimaziele erreichen werden? Ich bin von Grund auf ein optimistischer Mensch und genauso gehe ich auch diesem Thema entgegen. Dass wir gemeinsam als Jugend da viel bewegen können und wir auch schon bis heute einiges bewegt haben. Auch mit der Bewegung von Fridays for Future, die ja Frau Reensma ausgiebig jetzt auch nochmal kundgetan hat, was bis jetzt passiert ist. Und ich denke auch in Sicht der Automobilindustrie, dass wir da noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einiges schaffen werden und auch dafür weiterhin investieren werden, damit diese Ziele auch dementsprechend erreicht werden. Also in diesem Sinne, ich bin definitiv optimistisch und das Ganze sehe ich das halt mit dem Auge. Genauso gesehen aber auch jetzt als Gewerkschafter in dem Moment in der IG Metall-Jugend, aber auch in der DGB-Jugend sehen wir ja auch, dass wir da gemeinsam auch auf diesem Ziel entgegengehen und da gemeinsam anpacken. Mhm. Frau Moos, die Landwirtschaft mitten in einer schwierigen Transformationsphase. Es wird viel von Ihnen erwartet, das haben wir vorhin schon mal berührt. Der Verbraucher ist manchmal schwierig, weil sehr, wie sagt man so schön, preissensibel und nicht immer zu den Produkten greift, die, wie haben Sie vorhin gesagt, nicht ökologisch nachhaltiger sind. Trotzdem, sind Sie optimistisch, dass nicht nur die Landwirtschaft, sondern wir insgesamt unsere Klimaziele erreichen werden? Ich bin optimistisch, ja. Und ich glaube, wenn wir in unserem kurzen Leben als junge Menschen zurückblicken, ist es ja auch schon erstaunlich, was sich in der Zeit alles verändert hat, was aus dem Boden geschossen ist. Von daher will ich auch dieses Innovationsthema auch nochmal nach vorne schieben und sagen, wir müssen offen sein, weil das, was in den nächsten 20, 30 Jahren noch entwickelt wird, ich glaube, das sind Dinge, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Natürlich muss man auch in der Zwischenzeit andere Dinge wieder verwenden. Aber wenn ich da zurückblicke, haben wir, glaube ich, eine Chance,
nach vorne zu kommen. Wir müssen aber, glaube ich, auch wegkommen von den Schuldzuweisungen, denn die helfen uns in dem Moment auch gar nichts weiter. Jeder muss das Thema angehen, einige mehr als andere, aber insgesamt haben wir noch eine Chance und junge Menschen sind offen und wollen was erreichen. Von daher bin ich da zuversichtlich, dass wir auch an dem Klimathema etwas gemeinsam schaffen können. Ja, liebe Gäste, Sie merken schon, ich münde ein in eine Schlusskurve, gar nicht, weil ich die Diskussion für beendet halte. Wir könnten jetzt noch Stunden miteinander diskutieren, aber Sie ahnen, wir müssen jetzt den Livestream freimachen für nächste Podien, die kommen und andere Veranstaltungen, die über diesen Stream laufen. Deshalb will ich mich nur herzlich bedanken bei Ihnen, Ihnen sagen, dass ich wirklich voller Überzeugung dafür geworben habe, dass wir diese Runde in der Woche der Umwelt unterbringen, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass die Älteren der jüngeren Generation jetzt nach dieser Corona-Krise etwas Zusätzliches schuldig sind. Und ich will Ihnen auch dokumentieren und denjenigen, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, wir brauchen nicht nur Ihre Ideen, sondern wir brauchen auch den Druck zum Handeln, der bei der jüngeren Generation erfahrungsgemäß größer ist als bei den Älteren. Insofern sage ich Ihnen herzlich Danke. Ich will jetzt gar kein Summary machen, in dem ich den Eindruck erwecke, als seien wir uns über alles einig geworden. Das sind wir erkennbarerweise nicht, aber alle Ihre Beiträge, alle Ihre Positionen sollen ihren Platz haben in einer Debatte, von der Herr Kramer und andere gesagt haben, wir müssen sehen, dass wir bei diesem wichtigen Ziel in der Gesellschaft zusammenkommen. Und in der Gesellschaft zusammenkommen wird nicht ganz reichen, weil wir gegen ein globales Phänomen anzukämpfen haben. Und deshalb muss uns eben auch an der Kooperation mit anderen naheliegender zunächst mal den demokratischen Staaten gelegen sein. Und die stehen alle vor der Schwierigkeit, aber auch vor der Notwendigkeit, für diese Politik immer wieder für Mehrheiten zu werben und zu sorgen. Das ist Aufgabe der Politik, aber auch Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Und ich bedanke mich, dass Sie sich mit Engagement und Leidenschaft daran beteiligen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke auch. Ja, danke Ihnen. Dankeschön.